Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Another Eden. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir dann so die letzten Nebenquests beendet, die es dann noch zu der Zeit gab. Zumindest die, die ich gesehen habe. Und jetzt sind wir hier vor den Toren dieser Stadt hier und betreten sie. Boah. Jetzt haben wir eine neue Katze registriert. So, dann ist hier noch was grün am Glitzern. Das sammeln wir auch ein. Und dann schauen wir uns ein bisschen hier um, ne? Okay, hier können wir mal die Sachen verkaufen, die wir gesammelt haben. 15.000 Git, geht ja eigentlich. Neue Waffen können freigeschaltet werden. Ja, dann schauen wir mal rein, ob wir davon irgendwas gebrauchen können. Ja, den Stab beispielsweise. Den kaufe ich dann mal für die Pom und rüste den auch direkt einmal aus. Bei Schwertern? Na, okay. Da haben wir gerade kein neues. Zumindest können wir kein neues herstellen. Für die Arkane können wir einen Katana kaufen. Ja, hier haben wir verschiedene Äxte, Lanzen und Speere, Bögen und Kampfhandschuhe, wie es aussieht. Und ja, so eine Art Hammer. Also das fällt dann in diese Kategorie rein. Ja, hier haben wir nochmal verschiedene Accessoires. Ja, jetzt können wir den Benedikt geben. Und ausrüsten. Was haben wir hier noch? Naja, negative Werte brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ah, wieder neue Belohnungen. Dann schauen wir gleich mal vorbei. Da haben wir ja auch ein paar mehr schon gesammelt. So, weiter geht's. Wir können auch mal hier im Gästehaus einmal übernachten, um die MP und LP wiederherzustellen. Okay, hier sind die Gästezimmer. Wir müssen aber unten am Tresen für die Übernachtung fragen. Ja. So, LP und MP sind wieder, geheilt, wiederhergestellt, super. Hier haben wir wieder eine Katze. Well, there. Are you all travelers? I work as a priest at the city temple. If you need me to perform a ritual or say a prayer for you, just let me know. Alles klar. Ja, diesmal war es auf Englisch, aber so einige neuere Inhalte im Spiel sind ja auch auf Englisch, also nicht verwunderlich. Ach ja, und meine Englischaussprache ist wahrscheinlich nicht die beste. Entschuldigung dafür. So, hier kann man wieder was einsammeln. Hier gibt es auch wieder diese Elementar-Siegel-Irgendwas-Steine. Ja, gibt es ja auch einen Baruoki. Ist aus Vintiger. Vego. Okay. Ja, aus Unigen, weiblich und gelassen. Alles klar.
So, bevor wir reingehen. Ah, du besuchst unsere schöne Stadt erneut in einer solchen Zeit? Du bist natürlich willkommen. Komm, lass uns hier Schluss machen und einen sicheren Ort aufsuchen. Der Bürgermeister hat uns benachrichtigt. Ihr dürft vorbei. Okay, der andere sagt das Gleiche. Dann gehen wir auch einmal rein. Schöne Statuen. Burg Niglens. So. Die Burg heißt also Niglens. Oh, hallo. Fühlt sich Sonnenschein auf der Haut nicht himmlisch an? Oh, ihr seid nicht hier, um euch in der Sonne ein Schläfchen zu leisten. Schade, ein wenig Gesellschaft wäre schön gewesen. Ihr solltet es mal probieren. Ihr werdet es nicht bereuen. Okay. Als ich 6 Jahre alt war, verlor ich meinen Vater durch die Bestien. Der Schmerz und die Trauer jenes Tages werden immer ein Teil von mir sein. Wartet bloß ab, ihr Bestien. Ihr werdet alle sterben, auch wenn ich euch höchstpersönlich töten muss. Jo, natürlich ist das tragisch, aber nicht jede Bestie muss automatisch böse sein, ne? Also das ist dann schon, naja, wie auch immer. Sollte man vielleicht auch überdenken und nicht voreilig handeln. Aber ich denke mal, im Allgemeinen ist hier der Glaube verbreitet, dass die Bestien alle böse sind in diesem Spiel. Aber man hat ja auch schon gesehen, dass manche etwas netter sind. Zwischen zwei Büchern steckt eine Notiz. Die Tür ist in den Korridor mit den 3 Symbolen zwischen dem König und den blauen Blumen. Das klingt so, als ob hier irgend so eine geheime Sache ist. Eine Geheimtür vielleicht. Können wir uns vielleicht auch mal umschauen gleich. So, hier haben wir blaue Blumen, aber ich denke mal nicht, dass das hier gemeint ist. Hier ist ein Bild. Da ist aber auch nichts. Dann laufen wir mal ein bisschen weiter. Hier ist ein Königsbild, glaube ich zumindest. Und das sind auch Blumen. Also hier müsste das doch eigentlich sein, oder? Aber anscheinend ist da ja doch nichts. Ja, vielleicht später irgendwann. Wenn die Leute in ihren Häusern bleiben und ihre Türen verbarrikadieren, sollten sie sicher sein. Die Bestien haben es auf die Burg Niglens abgesehen. Das dürfte ihr Hauptziel sein. Sie werden ihre Kräfte auf die Burg konzentrieren. Solange wir diese halten, haben wir also eine Chance. Alles klar. Da gibt es wohl ein paar Kriegsvorbereitungen gegen die Monster, gegen die Bestien. Dieses Schwert an deiner Seite ist halt einfach Ogaran Korim, aber es ist doch vor Jahrzehnten verschwunden und wurde seither nicht mehr gesehen. Der Anblick dieser verwunschenen Klinge. Was hat das zu bedeuten? Hoffentlich steht das nicht mit dem Ärger in der Burg in Verbindung. Und wenn wir uns nochmal den Hinweis anschauen, die Tür ist in den Korridor mit den 3 Symbolen zwischen dem König und den blauen Blumen. Ja. Genau, da haben wir auch gerade geguckt, aber da war irgendwie nichts. Das müsste ja eigentlich hier gewesen sein. Also hier, genau. Und der Soldat patrouilliert ja auch nur dort, oder? Ja, hier gibt es irgendwie nichts zu machen, ne? Also hier sind die blauen Blumen und das Gemälde des Königs. Angeblich arbeitet ein Mädchen mit den Bestien zusammen. Was denkt sie sich denn nur dabei? Ist sie denn völlig irre? Das ist mein Ernst. Hoffentlich stirbt sie mit den Bestien. Wir haben Verräter nicht verdient. Ja, vielleicht hat das ja auch einen Grund. So, dann wieder ab nach oben und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch nochmal weiter der Hauptquest entgegen. Mein Name ist Annabel. Ich bin eine Ritterin des Ritterordens von Niglens. Du kommst mir nicht bekannt vor.
Du bist wohl nicht von hier, oder? Wir Ritter sind entschlossen, den Frieden zu wahren. Sei unbesorgt. Wenn du das erste Mal in Unigen bist, dann probiert unseren Kaisertopf. Er ist nicht nur ein Gericht für Touristen, ich mag es auch. Frag im Gasthaus danach. Alles klar, vielen Dank für diesen Vorschlag. So, und hier haben wir nichts Besonderes anscheinend. Ja, und hier ist auch schon der Thron. Kann ich euch helfen? Ich heiße Aldo. Ich bin ein Dorfwacher aus Barooki. Zumindest war ich es. Eins führte zum anderen und jetzt bin ich irgendwie ein reisender Abenteurer. Ich bin Sirius, Wanderer, Schwertkämpfer. Es ist mir eine Ehre, in eurer Gegenwart zu sein, eure Majestät. Ich bin Rika, ein KMS-Universal-Androide. Sagen Sie es nur, wenn ich Sie auf irgendeine Art unterstützen kann. Sieh an, ihr seid wirklich eine bunte Gruppe, Reisende. Ich habe schon vom Bürgermeister von Barooki gehört. Geht es ihm gut? Mein Vater erzählte immer Geschichten über den Heldenmut von ihm und dem Bürgermeister in ihrer Jugend. Heldenmut? Ja, Opa, ich meine natürlich, der Bürgermeister ist gesund und noch munter. Eure Majestät, ist es wahr, das Rudel der Bestien auf das Schloss zu marschieren? Leider ja. Es scheint, als wären sie diesmal zu einem richtigen Krieg bereit, also muss es wohl so sein. Früher oder später wäre es dazu gekommen. Wir haben schon den Angriff auf ihre Festung vorbereitet. Das wird alles klären. So werden wir Zeit sperren und unsere Streitkräfte sind in einer besseren Lage, um sich zu verteidigen. Eure Majestät, ich bringe Neuigkeiten. Ein Spähtrupp der Bestien wurde im Karik-Sumpf gesichtet. Was? Ist das wahr? Daran bestehe ich keinen Zweifel her. Es sind Mubecha und Pepori, zwei ihrer stärksten Krieger. Jetzt gerade muss die Verteidigung der Stadt unsere Priorität bleiben. Ich kann keine Soldaten entbehren. Eure Majestät, wir haben derzeit keine anderen Pläne. Wenn ihr wünscht, könnten wir uns dort umsehen. Seid ihr sicher? Ich danke euch. Das wäre mir ein großer Dienst. Klar, gerne doch. Das wird ein leichtes sein. Einen kleinen Spähdruck kann ich schon alleine ausschalten. Nun gut, dann überlasse ich euch diese Mission. Geht und beobachtet die Lage im Karik-Sumpf und erstattet mir danach Bericht. Ich eile voraus und sage den anderen Truppen, dass sie sich zurückziehen sollten. Komm und triff mich, wenn du bereit bist, Aldo. Aber bringt euch auf keinen Fall in unnötige Gefahr. Alles klar. Mir ist gerade aufgefallen, dass uns der Ritter hier gerade ein bisschen direkt angesprochen hat. Irgendwie scheint da was nicht zu stimmen. So. Ist gerade ein bisschen an Dämmern. Ja. Dann begeben wir uns in Richtung Karik-Sumpf. So, hier waren wir noch nicht, deswegen habe ich da geschaut und hier geht es anscheinend weiter. Jenseits von hier liegt die Serena-Küste und ein wenig weiter Rinde. Tut mir leid, aber keiner kommt vorbei. Es gibt Berichte über einen Angriff der Bestienarmee und wir sind in höchster Alarmbereitschaft. Alles klar. Dann begeben wir uns auch wieder in Richtung Karik-Sumpf, wie gerade ja schon gesagt.
So, ich finde irgendwie den Hintergrund, dieser Sonnenuntergang, schon schön. Also das passt hier gerade gut. Könnte von mir aus auch etwas länger so bleiben. Also wenn es durchgehend so einen Tag-Nacht-Zyklus gäbe, halt, wäre das auch nice. Und wenn ich immer durchgehend Tag wäre, sondern auch mal so wie jetzt Abend, das wäre nice. Wobei, wir hatten ja auch schon mal in der Questnacht, da wo wir so komische Stimmen in der Nacht gehört haben, hinterm Haus. Und da war immer jedes Mal was anderes. Und dann mussten wir halt mal die ganze Zeit bei einer Familie übernachten, die uns die Quest gegeben hat. Genau, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Eine schwere Prüfung steht vorbei, alles klar. Ah, Aldo, da bist du ja. Ihr seht ihr, was ich meine, schon wieder so direkt. Und woher kennt ihr überhaupt unseren Namen? Ja, wo ist denn dieser Spähtrupp der Bestien? Ich habe, glaube ich, wieder so ein paar Vorahnungen, beziehungsweise ich erinnere mich noch so halbwegs an das, was passieren wird. Was zum... Also, steckst du dahinter? Beruhige dich, ja? Ich weiß, du wirst wütend sein, aber ich muss mit dir persönlich reden. Mit mir? Was ist denn so wichtig? Okay, erstmal sollten wir uns vorstellen. Ich bin Mobetcha. Und ich bin Pepori. Nett, dich kennenzulernen, Junge. Es wäre so schön, wenn ich auf meinen Abenteuer irgendwann auch mal normale Leute treffen würde. Was für Wesen seid ihr? Die Clans von Pepori und Mobetcha sind in meiner Enzyklopädie als friedvolle Ableger der Gattung Bestien aufgeführt. Das stimmt, und wir sind auch mit Fine befreundet. Das sollte doch einiges heißen, oder? Was? Ihr kennt meine Schwester? Aber klar, ich würde sogar behaupten, es dauert nicht mehr lange, bis wir mehr als nur Freunde sind. Hihi. Ich sollte mal ein ernstes Gespräch mit Fine darüber führen, mit was für Leuten sie sich abgibt. Egal, geht es Fine gut? Wenn ihr ihr auch nur ein Haar gekrümmt habt, werde ich... Nicht durchdrehen, es geht ihr gut. Wir beide kümmern uns schließlich um sie. Egal, also da du Fines großer Bruder bist und so, musst du eine Sache dringend wissen. Genug Trödelei, sagt es schon. Unsere Warnung hat mit dem Schwert zu tun, das du mit dir herumträgst, das Ogarankorem. Was ist damit? Es ist nur, dass das Schwert dich anlügt. Es benutzt dich, um seine eigenen Ziele zu verfolgen. Was bringt euch dazu, so etwas zu denken? Um das zu beantworten, müssen wir über den großen Krieg zwischen den Ogern und den Menschen vor 3000 Jahren sprechen. Zu dieser Zeit hielt der Donnerkönig, der Anführer der Menschen, ein legendäres Schwert von gewaltiger Macht. Als all die Oger ausgelöscht wurden, hielt der verhallende Hass und Groll an eben jedem Schwert fest. Und so wurde Ogarankorem erschaffen. Nur Fragen? Warte mal kurz, Ogarankorem hat mir gesagt, dass der Ogerclan von dem Bestien vernichtet wurde. Und ist es nicht ein heiliges Artefakt der königlichen Familie von Big Lance? Das war alles nur eine fette Lüge, Junge. Irgendwie musste er dein Vertrauen gewinnen. Der Ogerclan erlag definitiv den kalten Eisen der Menschen, nicht der Bestien. Ogarankorem will sämtliches Leben auslöschen, doch die Menschen sollen am meisten leiden. Aber ich gebe zu, mich verwirrt auch, dass es weiterhin als königliches Schwert gilt. Das Schwert will sämtliches Leben auslöschen. Und das verfluchte Ding hegt auch großen Hass gegen dich persönlich. Warum würde Ogarankorem einen Grund haben, Aldo zu hassen? Das weiß ich noch nicht, aber es kam nach Baruoki, damit du es finden würdest. Wenn das Schwert seine Rächepläne abgeschlossen hat, wird es sich sicher gegen dich stellen. Ui, jetzt geht's aber los. Nagende Nemantoden, das ist ein Oger. Verfluchtes Ungeziefer, was mischt ihr euch in anderer Leute Angelegenheiten ein? Dieses Ding ist Ogarankorem?
Das ruiniert dann wohl meinen Plan zur Auslöschung der Narren im Midlands und der Bestien. Also hast du mich wirklich die ganze Zeit lang angelogen? Nun, mir reicht's. Ich bin nicht nur ein Instrument deiner Rache. Undankbarer Welpe. Wenn ich nicht gewesen wäre, hätte der Bestienkönig dich schon vor langer Zeit getötet. Das ist mir egal. Ich lasse nicht zu, dass du mich ausnutzt, um Unschuldige zu massakrieren. Dann habe ich keine Verwendung mehr für dich. Wenn du dich mir in den Weg stellst, wirst du als erstes sterben. Was willst du gegen den brodelnden Hass tun, den ich schon seit all den Jahren in mir trage? Ich mache dir ein Angebot. Schlage mich und du kannst mit meiner Macht tun, was du möchtest. Wenn du möchtest, dann komm nur her. 3000 Jahre lang sollte niemand an Hass festhalten. Ich werde dem hier und jetzt ein Ende setzen. So, ja, dann haben wir jetzt wahrscheinlich einen Kampf vor uns, welcher dann leider nicht wirklich in diese Folge mehr reinpassen wird. Deswegen, wenn wir das in der nächsten Folge machen, dann geht's direkt am Anfang der nächsten Folge hiermit weiter. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.